So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Legacy of Kain, Blood Omen. Ja, das letzte Mal war ja alles nicht sehr viel von Erfolg gekrönt, weil ich einfach keinen Speicherpunkt gefunden habe, keine Zeit mehr hatte, Hilfe, alles. Und jetzt sind wir wieder hier an dem Speicherpunkt und hier war ja die Höhle mit dem Energieblitz. Und das werden wir uns jetzt nochmal holen, denn ich weiß jetzt, was hier abgeht, was hier Tacho ist, wie man es bekommt. Und ja, das Problem ist einfach, dass der Raum auch ein bisschen beschissen ist. Fatsch! Den jage ich einfach mal in die Luft, den Kollegen. Sowieso. Bäh. Ja, ich werde jetzt auch, denke ich, mal ein bisschen hier mit den Peitschen arbeiten. Weil jetzt kommt ja diese Kackscheiße hier. Der Energieblitz ist magische Energie in ihrer Urform. Genau, ihr nämlich. Ein verheerender Zauber, aber sehr mächtig. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil... Genau. Weil ich echt nicht so viel Damage nehmen darf. Geht mir alles auf den Sack später. Wollen wir, den kann ich glaube ich ignorieren. So, mal hier wird es halt vor allem knackig, ne? Aua. Oh. Mein Gott, ich hasse es. Ich konnte gerade aber nichts tun gefühlt. So, wir können nämlich auch irgendwie. Ah ja, hier. Die können wir nämlich auch jetzt schlucken. Dann kriegen wir direkt Heilung. Habe ich rausgefunden. Oh, und gar nicht so schlecht, wie ich sehe. Der Energieblitz ist eh scheiße. Ganz ehrlich, ich finde den doof. So, ich finde den Energieblitz einfach scheiße. Ich bin zu blöd, jetzt diesen Scheißblitz zu finden. Ne? Den. Ja, hier, danke. Die brauche ich. Danke. So, jetzt haben wir nur drei Stück. Komm, den letzten schlachte ich jetzt so weg hier. Hoffentlich. Hey, Victor! Danke. So, nämlich gibt es hier oben. Da oben sieht man es einen Knopf. Ich finde ein bisschen fies. Ich habe das auch wirklich nicht als Knopf identifiziert, wenn es da gewesen wäre. Wenn ich es gesehen hätte. Ah, macht ja nichts. So, jetzt können wir hier nochmal. Ach, jetzt müssen wir uns hier leider auch nochmal durcharbeiten. Ein bisschen anstrengend. Die Leute können wir easy von hier looten. What the fuck? The heart of darkness. Ach cool, ich kann schon weiterkämpfen dabei. Das ist ja witzig. Ja. Oh, Alter, dieser Energieblitz ist so ein Haufen Scheiße, ne? Ohne Witz. Bin ich der Einzige, der den richtig kack findet? Der kann gar nichts, dieser Energieblitz. Ja, komm, jetzt lad, damit ich ihn schnell prügeln kann. Hey, Victor! Danke. Irgendwie jetzt an den vorbeischummeln. Irgendwie. Wird wahrscheinlich nichts. Nein. Oh. So. Die Typen da hinten kann man nämlich easy von hier aussaugen. Ich habe schon gesagt, aber ich wollte es nochmal für die Statistik. So, und da sehen wir schon weitere Schalter. Und wir müssen jetzt, es ist total bescheuert. Den rechten und den linken drücken. Den mittleren können wir ignorieren. Toll. Kommt auf so eine Scheiße. So, jetzt ist ja Dings hier unten offen. So, jetzt dürfte eigentlich alles, naja, was heißt easy sein, aber zumindest, Moment, dein Blut möchte ich gerne. Danke. Du bist nicht mehr ganz so schlimm. So. Ich wollte dich eigentlich looten. Shit. Mein Gott, das dauert halt irgendwie 26 Schläge, bis der mal stirbt, ey. So, Knopf. Ich habe mir wirklich komplett, einfach den kompletten Tempel angeguckt hier. Im Internet ist schon ein bisschen leid auch, aber... Was willst du machen? Aber... Die will ich haben. Hier oben links dürfte sich eigentlich noch was Interessantes für mich befinden. Wie ein Gegner. Oh. Gott sei Dank. Töte mich bitte... Alter, ich kann mich wieder nicht bewegen. Ist so dumm. Ah! Man kann ja während des Kämpfes nicht drehen und das ist belassen. So, das Ding hier nämlich. Habt ihr gesehen, was da links, rechts passiert ist? Die Fiole mit dem Blut ist ein bisschen länger geworden. Das heißt, wir haben jetzt mehr Leben. Geil. So, raus hier. Fickt euch alle, ganz im Ernst. So. Weg hier. Wir haben den Energieblitz, der eigentlich echt scheiße ist. Aber hey, vielleicht lerne ich ihn ja noch. Wir haben ihn, darum geht's. Und abspeichern die Scheiße, ey. Uiuiuiui. Okay. So, und jetzt können wir noch mal ganz in Ruhe weiter erkunden. Ja, ich habe auch heute
mittelmäßig viel Zeit mitgebracht. Es ist eigentlich schon wieder was für den A4, ey. Ja, ich habe vorhin Ico durchgespielt. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen spielen, aber dann war irgendwie Endgame und musste es zu Ende bringen. Cooles Spiel eigentlich. Jetzt werde ich die Platin-Trophäe holen, vor der ich ein bisschen Angst habe. War eigentlich auch nur vor einer einzigen Trophäe, nämlich das Spiel in 2 Stunden durchspielen. Ich habe 6,5 gebraucht zum Durchspielen. Ja, aber gut, ich habe natürlich auch viel gestruggelt, also man kann auf jeden Fall viel Zeit noch rausholen, aber 2 Stunden, prrr, das wird knackig. Aber ich werde es versuchen. So. Sind wir hier? Warum lebst du noch? Ich will dein Blut. Danke. So, dann können wir jetzt ja weitermachen hier, ganz entspannt, ne? Ich denke immer schon, das reicht. Ja, auf jeden Fall jetzt alles Blut hier mitnehmen, was ich kann. Ich kann ihn nicht... Oh, was war das denn, ey? Oh, ja. Nachtholm ist okay. Ja, genau das wollte ich. Yeah. Machen wir wieder den rein, einfach nur, damit ich nicht dumm bin. So, weiter. Weiter im Text. Ja, ich weiß gar nicht, wir sind ja ein letztes Mal zum Ort gegangen, ne? Zum Ort. Aber da war eigentlich nirgendwo was Interessantes, sag ich mal. Und da können wir eigentlich auch stumpf weitergehen, sag ich mal. Mal gucken, ob wir das tun. Wie gesagt, ich mag die Musik echt gerne. Vom Spiel, gefällt mir. Meine Güte. So, hier kommt man hoch, ne? Ich werde jetzt einfach nochmal alle Wege gehen, ganz im Ernst. Tut mir auch ein bisschen leid, dass ich jetzt hier, dass wir jetzt hier alles hier nochmal geben müssen, aber... Ich habe ein bisschen Angst, dass ich sonst was übersehe. Das war eine Höhle? Was für eine Höhle? Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Diese Synchronisation ist so scheiße, ne? Deine Stärke ist durch unser Blut gewachsen. Danke. Tschüss. Gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin auf jeden Fall, weil ich weiß halt echt wieder gar nicht mehr. Es tut mir auch wirklich leid, dass jetzt die ganze Folge wahrscheinlich die gleiche ist wie die letzte nochmal, mehr oder weniger. Ist wirklich. Aber so ist es halt nun mal. Ich würde den Bums jetzt auch offscreen machen, aber ach, ganz im Ernst. Halt ihn nicht so viel von. Ich bin wieder zurück verwandelt, ey, sonst kostet mir das viel zu viel Blut. Mein Gott, ich lasse mich auch mal treffen hier, ist ja schlimm. So, Nachtholm. Oh, nein, da wurde geredet. Scheiße. Ich hab's geskippt. Letztes Mal hab ich wahrscheinlich auch einmal geskippt, ne? Sorry. So. Moin! So, hier habe ich mich das letzte Mal umgeguckt und hier habe ich Speierpunkte gesucht, gell? Unter anderem. Ja, ich gehe jetzt nicht überall rein, weil das hat man eh alles schon gesehen hier. Echt nicht so spannend. Entschuldigung. Armory. Wobei ich da nochmal kurz reingucken könnte. Aber. Ich weiß nicht, war irgendwie auch nichts, ne? Obwohl doch, hier waren eine Truhen, richtig. Okay, dann will ich gleich verprügeln hier. Zack, neue Peitschen, das ist natürlich sehr schön. Nachdem ich davon so viele verballert habe. Ja, das hier hat doch irgendwie auch was zu bedeuten, oder? Gib mir mal dein Blut. Danke, Kumpel. Hast du schon mal erzählt, wie sehr ich die Blutgeräusche mag? Ich kann ihn nicht. Danke. So. Die Überschwapp-Animation ist eigentlich echt ganz nett so. Von der Blutfiole unten rechts. Oh. Ladezeiten sind harte Zeiten. In der Welt von Noskoth. So, warte mal, hier war dieses einzelne Haus auf der Insel, ne? Sonst irgendwie nicht? Nee, doch nicht. Ich renn einfach mal durch hier.
Dann war das hier wahrscheinlich. Ne, hier ist Ausgang. Ich glaube Ausgang ohne, ah ja, genau, das war die Stelle, wo ich einmal kurz Damage nehmen muss. Kommt da nicht vorbei ohne Aua. Dekain. So. Werden wir mal zum Wolf. Spring! Da hoch. Geht nicht. Doch. Da muss man irgendwie... Wovon ist das abhängig, ob man da hochkommt oder nicht? Ich bis heute nicht gereiht. Oh. Das ist eh zu da hinten. Ah, das ist ärgerlich. Na komm. Lass mich runter. Hässlicher Wolf. Der Wolf ist echt ein bisschen hässlich. Nicht ins Wasser. Jo. Hoppala. Gehen wir doch mal hier hinten raus, ne? Nachtholm. Ja, schade, dass ich jetzt die Cutscene einmal geskippt habe. Und hier geht's nach Steinhen oder wie das heißt. Ich kann einfach die Schrift nicht entziffern, tut mir ein bisschen leid. So. Ah, Höhle. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Ja, yep, hab ich vor. Ich muss mich immer nur zurückverwandeln und Sprache und zurückverwandeln gleichzeitig geht halt einfach nicht. Wo wären wir denn da? Regen kann dir nicht anhaben, da unser Blut dich schützt. Schützt. Die deutsche Synchro hat auch schon echt nicht so gut. Ich habe überlegt, das Spiel auf Englisch zu spielen. Aber, ach nee. Ich dachte mir so, Story ist vielleicht etwas komplexer. Lassen wir mal lieber. Mal gucken, wie es dann bei den nachfolgenden Teilen ist. Steinruhe. Bin ich hier letztes Mal auch durch? Ich weiß es nicht mehr. Ups. Ich weiß es doch nicht mehr, Mann. Ach ja, hier war der Ort, ne? Wo ich so geschändet wurde. Ich erinnere mich. Deswegen möchte ich eigentlich gar nicht hin. Ich möchte über einen Speicherpunkt finden. Aber ich glaube, sowas Fortschrittliches findet man hier nicht. Brrr. Moin. Hey, Victor! Come on. Hey, Victor! Danke für dein Blut. Nee. Vor lange noch weitergeschoben. Schiebeanimation gehabt. Dim, dim, dim. Hey, Victor! Ja, es sind auf jeden Fall schon die härteren Soldaten aus Steinhuder Meer, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Kann ich hin? Oh ja, cool. Ja, letztes Mal glaube ich nicht. Boah, also ich hatte den Sound übrigens auch. Ah! Zack! Schön. Ich hatte den Sound auch letztes Mal, nach dem letzten Mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, jetzt nicht zu laut, aber ich denke mal nicht, weil der letzte Mal war doch ein bisschen arg leise, ist mir aufgefallen. Das ist die gleiche Einstellung wie bei Tony Hawk, also eigentlich ganz nett, dass ich da jetzt nicht mehr umändern muss. Steuerung groß. Bisschen stressig, dass ich immer irgendwann einmal absetzen muss und der dann mich dann immer trifft. Aber egal, sein Blut füllt das immer wieder gut auf. Von daher, alles cool. So, warte mal, hier war die... Moment, war hier jetzt die Höhle? War ich hier drin? Nee. War hier letztes Mal drin? Ich erinnere mich gerade nicht. Ah ja, doch, glaub schon. Stimmt, hier ist alles, hier ist die komplette Framerate. Ach du meine Güte. Framerate gestorben letztes Mal. Du bist nur... eine Statue. Ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Hey, Jausaugen. Nee, aber diese Symbole dahin hatte ich auch noch nie, von daher gehe ich davon aus, dass ich hier noch gar nicht hin soll. Dann verpiss ich mich halt wieder. Ist doch kein Problem. Kommt jetzt wieder.
Tschüss. Juckt mich nicht. Ach komm, dich prüge ich mal hinweg. Vielleicht. Hey, Victor! Nerv mich, Bummel. Hallo? Nein, ach Mann. Wasser war eine Münde, genau. Und nach zum Steinhuder Meer. Bin so lustig. Ups. No. Wäre in diesem Fall gar nicht so schlimm. Ich kann mich porten. Gib mir dein Blut, danke. Ich gehe erstmal hier in die Stadt. Ich habe keine Ahnung, was hier auf mich wartet. Außer der Tod. Dr. Tod. Viel mehr wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die alle gegen mich sind. Ja. Warte mal, ich kann doch mal eben hier... Nein, das eigentlich nicht. Ruhe kann ich auch benutzen. Geht ja auch, ne? Stücke fliegen rum und die Leute juckt's nicht. Finde ich schön. Boah, ich könnte jetzt überall reingehen, aber boah, so viel. Wenn ich das möchte. Ich werde eh irgendwo was Interessantes. Bin ich hier wieder in einem Bordell? Sind Frauen. Deswegen gehe ich davon aus. Der Sexist hat gesprochen. Okay, ich sterbe instant. Also mal eine gute Stelle auf jeden Fall. Oder gute Sache, um das Blut wieder ein bisschen aufzufüllen. Irgendwie die ganzen Häuser, die können doch nicht ohne Grund sein, oder? Da kann ich hier irgendwie an so Dingern speichern. Irgendwelche Häusern. Oh! Dies ist wahrscheinlich die grausamste aller Methoden. Hierbei schrumpft der Körper des Opfers in sich zusammen. Knochen und Organe werden zerquetscht, bis der Druck so groß wird, dass die Haut aufplatzt. Zerquetscht! Mochte ich die Äußerung. Na komm. Okay, hat es mir gelohnt, hier mal reinzugehen. Habe ich nämlich auch mal schon mal. Ah ja, ach, hier ist schon wieder der Eingang, okay. Von der anderen Seite. Von der anderen Seite war ich ja auch vorhin, ne? Das ist, wird, denke ich, das sein. Wo ich war. Wobei, weiß ich gar nicht. Ja doch, da war ich. Okay. Wunderbar. Dann haben wir den Kreis einmal geschlossen. Ja, keine Ahnung. Okay, hier kann ich eh nicht durch. Treffe ich den überhaupt? Glaube nicht. Sackgesicht. Hier kann ich noch hin. Hier war auch das Bordell, ne? Genau. Brothel. Oh, was haben wir denn hier noch so? Dieser Irre freute sich, mich zu sehen. Vielleicht kann er in seinem Wahnsinn die Wahrheit enthüllen. Was? Die Bastarde von Steinchen Grohe meiden mich ebenso wie Nascott sie meidet. Ich weiß, was es heißt, ein Außenseiter zu sein, Vampir. Ich fürchte dich nicht. Vergiss aber eines nicht. Es werden noch mehr von dir sprechen, wenn du nur weißt, wie du auftreten musst. Aha. Was auch immer. Interessanter Typ auf jeden Fall. Ach, keine Ahnung. Gehe ich nochmal ins Bordell, gucken wir nochmal um hier. Was haben wir zu verlieren? Was haben wir zu verlieren? Bum, bam, bum, budem, bum, bam. Überall reingucken. Hallo. Schöne Bilder auf jeden Fall im Hintergrund. Ist das Kunst oder kann das weg? Wahrscheinlich bringt das hier auch überhaupt gar nichts. Lalalala. Okay. Sind wieder irgendwie aufgespießte Leute. Oh, schön. Das ist ja witzig. Okay.
mit dir. Ich muss hier durch. Sonst lässt sie mich nicht durch, wenn ich sie nicht aussauge. Voll stressig. Oha, was ist hier los? Sind wir wohl im BDSM-Keller gelandet? Ich verstehe das Problem. Ich erlöse euch meine. Oh, da steht was. Help! Okay. Was auch immer hier los ist, ich verstehe das doch alles nicht. Ja, das ist doch alles zu viel für mich. Bim, 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 bim. Tschüss, war schön hier. Hab ich köstlich amüsiert. Köstlich, wohlgemerkt. Es ist Nacht. Nacht bedeutet, es ist ganz schön dunkel und ich erkenne nichts, aber es bedeutet auch, ich nehme weniger Damage oder gar kein Damage. Ups, das wollte ich nicht. Okay, mehr ist hier auch nicht. Okay, sind wir schon durch mit dieser riesigen Stadt hier? Hm. Naja, was auch immer. Ich weiß halt nicht, was der Kollege da von uns wollte, gerade mit dem Spruch. Mann, ich hätte die doch aussaugen. Ach. So, dann gehen wir aber weiter Richtung Warnemünde, oder wie das hieß. Zwei sind mir ein bisschen zu viel. So, genau. Hier lang. Ich weiß gar nicht, wie weit ich... Ach ja, warte mal, wir kamen ja letztes Mal noch in so einen Zigeunerlager, ne? Böses Wort, aber es wurde so genannt, deswegen habe ich es jetzt auch so genannt. Hm. Warte mal, hier ist so ein Symbol drauf, das kenne ich doch irgendwie. Keine Ahnung. Wie die Heart of Darkness es eigentlich gerne haben. Ist auch schön, wie sie Heart of Darkness nicht übersetzt haben. Die Zigeuner. Ja, genau. Sie setzen Misstrauen und Aberglauben in die Welt. Ein Großteil ihres Geredes sollte nicht ernst genommen werden, da sie oft nur mit müden Reisenden ihr Spiel treiben. Manche Zigeuner haben allerdings Interessantes zu berichten. Mhm. Kann ich überall rein? Ich denke schon. Hallo. Was ist das denn hier? Gold. Schön. Was auch immer. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen mich hier umgucken, auf jeden Fall, damit wir einfach auch die letzte Folge nochmal komplett wiederholt haben. Es tut mir auch ein bisschen leid, auf jeden Fall, dass jetzt die Folge nicht so viel Spannendes passiert ist. Nichts Neues eigentlich. Aber gehört halt irgendwie dazu, ne? Ist halt ein altes Spiel. Sehr alt. Ich freue mich auf die Nachgänger, wollte ich gerade sagen. Auf die Nachfolger auf jeden Fall. Wenn wir dann richtige klassische... Ups, das wollte ich nicht. Wenn wir dann normale, sage ich mal, 3D-Plattformer haben. Action-Adventures. Die ja doch, dann doch eher meinem Geschmack entsprechen. Ja. Gehe ich denn hier rum? Was sind wir denn hier? Warum kann man denn nicht alles betreten, wenn eh überall nirgendwo was drin ist? Das ist doch scheiße. Mann. Ach, Kumpel. Let me in Ruhe. Ganz ehrlich, so. Ja. Manchmal ist es günstig, sich als Mensch zu verkleiden. Das ist ungefährlicher und man erhält mehr Informationen. Allerdings ist diese Täuschung nicht von Dauer. Jeder Angriff kann die Wirkung des Spruchs aufheben. Stimmt, das haben wir letztes Mal auch schon bekommen, ne? Ups. Menschenform. Sieht so anders aus. Greifen die mich jetzt nicht mehr an? Wahrscheinlich, ne? Hier war ich noch nicht drin. Ich kann ja auch noch... Nee. Ja, hier war ich noch nicht drin, aber ich gucke nochmal rein. Toll. Aber hey, hat sich doch gelohnt. Wir haben zumindest die Fähigkeit hier bekommen. Gut, ich denke mal, da beende ich jetzt auch. Einfach auch, damit ich hier... Wasserbundes Ruhm war nun befleckt. Ein gehorsames Kind im drohenden Schatten von Nubraptor. Nubraptor. Genau, so hieß der. Ja, darf ich weiter? Danke. So, dann würde ich einfach sagen, beenden wir hier heute. Moin. Achso, ist hier direkt, beginnt schon der Ort. Dann könnten wir Wassermünde, Munde oder so, Bunde, stand da glaube ich, das nächste Mal. Also, ne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.